Yo Leute, was geht ab? Heute gibt es mal wieder ein neues Video. Wir geben uns die Bewertung von Julian, die 3 Minuten lang ist. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, Alter. Ich habe so Sorge, dass das JBB 2018 jetzt einfach hier im JOB wiederholt wird. Das wäre so schade. Ich habe wirklich gehofft, dass mit der Bewertung jetzt wieder die paar Kleinigkeiten an Fehlern, die in der ersten Bewertung drin waren, ausgemerzt werden und einfach nicht nochmal gemacht werden. Aber jetzt ist es einfach eine 3-Minuten-Analyse oder Bewertung. Boah, bitte. Ich habe echt auch ein bisschen Angst vor der Bewertung. Jetzt übrigens, man sieht, ich habe die Kamera diesmal direkt nach unten gepackt. Ich habe es nicht vergessen für die Bewertung. Gehen wir einfach rein. Lass es einfach durch da. Wir sind bei dem irrelevantesten Battle, das jemals auf diesem Kanal stattgefunden hat. Nee. Nee, ist es nicht. Also Smiles vs. Talon war irrelevanter, sorry. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die beiden sich selbst ihre eigene Runde reingezogen haben. Die Abonnenten. Boah, das ist so gemein. Diesem Kanal haben es jedenfalls nicht gemacht. Und meine Motivation ist auch nicht gerade die allergeilste. Aber ich wäre nicht der einzig wahre Boss auf diesem Planeten, wenn ich mich nicht durch jeden Scheiß wühlen würde, um doch noch irgendwas zu finden, womit man was anfangen kann. Beide haben zum Glück nur 2 Minuten gemacht. Mann, also finden ey. Wir mal raus, wen Hell Kamikaze als nächstes beerdigen darf. Wir gehen rein in Ah, Helu. Die Materie. Du seist gegrüßt an der Stelle, Helu. Guck mal, ey, jetzt kommt ja wieder das neue Intro. Es gibt ja mehr Zeit quasi in Intros, als es da wirklich eine Bewertung gibt, ey. Unfassbar, wirklich, Julian, ey. Ich bin gespannt, wie er das jetzt bewerten wird. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit Artis Silva und seinen ersten 8 Zeilen. Du willst mir entgegentreten, doch du bist ein einziger Lachkick. Der macht auch schlechte Witze, aber Diggi, sie lacht nicht. Zum Fall in deiner Quali keine Punchline hängen blieb. Boxe dich in deine 5. Langzeittherapie. Und hau auf dich, fasse so lange mit Basie drauf, bis du nicht mehr aussiehst, so wie Stefanie aus Lazy Town. Ah, geil. Artis Silva geht direkt mit soliden Angriffen rein mit Bezug auf die Optik von Lucky Punch mit einem Vergleich zu Lazy Town und er will ihn in seine 5. Langzeittherapie boxen. Nicht schlecht, wie Artis Silva hier mit Gewalt kommt, ohne dass es plump wird und Punchline hängen blieb auf Langzeittherapie, ist rein technisch ziemlich stabil. Man merkt, dass Artis Silva Bock hat und der Humor kommt auch nicht zu kurz, obwohl es relativ aggressiv ist, was er so von sich gibt. Die G-Line ist auch unterhaltsam, nur leider kein Diss gegen seinen Gegner. Richtig, ja. Auf irgendwas wollte ich hinaus. Achso, ich finde es immer noch schade, dass keine Texte eingeblendet werden. Aber er hat doch jetzt ganz, leg doch ganz normal los. So, warum nur 3 Minuten? Sie für die Quali unter Leistungsdruck, pass auf, hast Trap studiert, alter Hype, blub, blub, halt's Maul. Egal, Dude, ich glaub, mit Rappen studieren meinst du nur, du hast dir das Kollegabuch gekauft. Ha, fuck, ist der schlau. Schon klar, machst du schlechte Witze, dann lacht man dich aus. Teilst dein Humor, safe mit paar Stiefvätern, rappst du von Bitches, dann guck nicht wie Triebtäter. Auch Lucky Punch kommt hier inhaltlich mit ein paar soliden Angriffen. Artis meint, er hätte Rap studiert und Lucky Punch bezeichnet ihn daraufhin als Hype, blub, blub, der sein Maul halten soll und meint, er hätte höchstens Kollegas Buch gekauft. Er macht ihn hier schon gut lächerlich, denn jeder, der Kollegas Buch gekauft hat, ist ein ziemlich lächerlicher Haufen Untermenschen-Scheiße. Ich muss allerdings noch dazu sagen, dass wenn einer Rap studiert hat, dann bin ich das. Zusätzlich meinte Artis Silva, er würde schlechte Witze machen, über die dennoch gelacht werden würde. Und Lucky Punch meint dazu, dass man ja bei schlechten Witzen auch ausgelacht wird. Alles legitime Konter auf Artis Silvas Qualifikation. Dass er findet, Artis Silva guckt wie ein Triebtäter, hat mich nicht sonderlich vom Hocker gerissen. Weiter geht's mit Artis Silva. Hä? Ich check's nicht. Warum mache ich dieses Scheiß-Turnier eigentlich? Ich habe eine bessere Idee. Da es sowieso niemanden interessiert, was hier abgeht, gucken wir uns mal das User-Voting an und das sieht komplett pro Artis Silva aus. Hä? Damit haben wir ein... Warte, ich muss die Cam nochmal kurz hochmachen. Ah, das Silver hat jetzt einen Sieg. Lucky Punch nicht. Hat jetzt das User Voting einfach entschieden, oder was? Einen Sieger und morgen kommen Morgana und Levi im Tag Team gegen Rosia. Ich bin der Überking. Haut rein. Was? Och komm, ey. Ist das jetzt ernst? Mann, er hat doch so gut losgelegt. Er hätte es doch einfach weitermachen können. Das wäre doch nicht viel Arbeit gewesen. Das sind 2-Minuten-Runden. Das ist so frech. Ich meine, es wäre wahrscheinlich eh darauf hinausgelaufen, dass Artis Silva das gewinnt. Ich meine, der User-Vote, man hat es ja gesehen. Ich finde es auch cool. Mal um was Positives zu sagen, dass Julian das auch jetzt aus seinem YouTube-Studio-Ding einblendet. Weil so können wir wenigstens auch sehen, wie die Statistik wirklich ist. Und so kann er uns nicht einfach irgendwie was vorgaukeln oder sonst was. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich finde, er hat das Video sehr gut
begonnen. Aber das ist, ich weiß nicht, ich finde das ungerecht gegenüber Artist Silver und Lucky Punch. Die hätten wenigstens eine normale Bewertung verdient. Dass Artist Silver weiter ist, das wäre wahrscheinlich so oder so gekommen. Ich meine, selbst Lucky Punch hat für diejenigen, die Reaction von mir nicht gesehen haben, der hat ja auch ein kleines Fazit dagelassen. Und da hat er selber auch gesagt, er würde sich nicht wundern, wenn das an Artist Silver geht. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht glaube ich auch gerade komplette Scheiße. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das ist, also er hätte es doch einfach weitermachen können. Das sind, keine Ahnung, hätte er nochmal, das wäre vielleicht eine 10-Minuten-Bewertung gewesen am Ende. Dann hätte er, keine Ahnung, wenn ich in meine Reactions stecke, im Schnitt so 4-5 Stunden Schnittarbeit rein. Nochmal so eine halbe Stunde bis Stunde recorden. Das nur für Reactions so. Dann lass es bei Julian nochmal 1-2 Stunden mehr sein oder vielleicht auch das Doppelte. Aber auch bei einem 10-Minuten-Video. Das dauert nicht lange, Alter. Das ist so schade. Vor allem, weil ich finde, dass beide eigentlich ziemlich coole Runden gebracht haben. Ja, ich weiß nicht. Finde ich irgendwie doof gerade. Also bitte, es ist ja nicht zu viel verraten. Und ich denke mal, wenn dieses Video rauskommt, wird die Runde Rassia und MOA, werden die beiden Runden schon draußen sein. Ich kenne ja die Runde von MOA schon. Wenn er bei der Runde auch mit so einer Bewertung kommt, dann habe ich wirklich den Glauben an Julian verloren. Dann, wenn er das wirklich macht, dann verliert er wirklich aber auch den letzten Zuschauer, den letzten Fan. Mich interessiert noch mal kurz, was sagen denn eigentlich die Kommentare jetzt hierzu? Octo Battle ist mein Lieblingsformat und geringe Einschaltquoten werden mich nicht davon abhalten, das Battle Rap Schiff wieder in die richtige Richtung zu lenken. Hat ja super geklappt, Julian, schäm dich für diese Bewertung. Julian macht die Paarungen selber und beschwert sich dann darüber, wie irrelevant das Battle ist, nicht schlecht. Junge, das ist mal so respektlos, da machen zwei Leute, die du selber so gegeneinander gestellt hast, eine Runde und dann macht man sowas. Dass die beiden ein uninteressantes Battle machen, ist doch egal. Das Bewertungssystem ist eh sehr einfach, meiner Meinung nach. Und beide Runden gehen auch nur 2 Minuten. Wenn ich jetzt Lucky Punch wäre, dann würde ich mich richtig verarscht fühlen. Aber egal, wenigstens zeigt mir das nochmal, warum das JBB nicht mehr funktionieren kann mit so einem Turnierleiter. Also der letzte Satz ist ziemlich hart, aber hier, bis zu den 2 Minuten ist quasi exakt meine Aussage. Fühle ich zu 100%. Die Länge gibt einem richtig schön JBB 2018 Vibes stark. Julian sucht die Teilnehmer aus und macht die Paarung auch. Julian, boah, ist das ein Scheiß. Julian hat, glaube ich, totale persönliche Probleme. Er soll kein Turnier machen, wenn er es nicht ernst meint. So schwer ist das jetzt nicht, einen Cutter zu engagieren oder den Schnitt selbst zu machen. Persönlich als Zuschauer habe ich schon direkt keinen Bock mehr auf das Octa-Battle, weil Julian mal wieder diesen macht. Kann ich auch verstehen. Kann ich verstehen. Irrelevanteste Battle auf diesem Kanal. Naja, es gab Talon vs. Smiles und aus dem hat Art sehr stark auf JBB-Niveau abgeliefert, finde ich auch, was der Analyse nicht gerecht wird. By the way, sollte Julian mal überdenken, wer diese Irrelevanz herbeigeführt hat. Auch wahre Worte tatsächlich, ja. Sagen wir es so, dass der Kanal am Ende ist, was Klickzahlen angeht. EDC liegt zu großen Teilen an Julian selbst. Ich hätte mir eine ausführliche Bewertung gewünscht, vor allem weil Arts Runde gut gemacht war. So werden die Teilnehmer nicht gewürdigt und springen ab. Julian schaufelt sich sein eigenes Grab, aber wenn er Bock hat, so weiterzumachen, naja. Julian immer noch der Endgegner im JBB. Was soll ich dazu sagen? Also ich verstehe die Leute total, dass sie jetzt mega enttäuscht sind. Das ist halt wirklich schade. Hätte mir auch eine ordentliche Analyse, eine ordentliche Bewertung gewünscht. Da sind viele, viele wahre Worte auch von den ganzen Zuschauern. Also das sind nicht nur JBB-Kiddies, wie man ja so schön sagt, sondern die Leute sind vernünftig. Die geben auch vernünftige Kritik. Das ist ja jetzt nicht mal wirklich Hate oder so. Dass man irgendwie sagen könnte, ey, Julian wird nur gehatet und sowas. Nee, ist es halt nicht. Die sprechen da wahre Worte, die sagen deren Meinung. Und das ist ganz normale Kritik. Das ist halt einfach, wie die Leute auch schon sagen. Er hat doch die Teilnehmer sich selber rausgesucht und diese Paarung erstellt. Dann kann er doch am Ende nicht sagen, das ist langweilig. Dann nimm die doch nicht rein. So, hä? Ich verstehe das nicht. Und bei 8 Teilnehmern nur für so ein Turnier wird es ja wohl mehr als nur diese 8 Leute gegeben haben, die gute Qualis abgegeben haben. Also da hätte man auch einen Diamond reinnehmen können, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Art oder mit einem Lucky unzufrieden ist. Ein Diamond hätte sich bestimmt auch gefreut, da teilzunehmen. Der hätte bestimmt auch gute Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob Daytona nochmal eine Quali gemacht hat, aber der hätte bestimmt auch was Gutes machen können. So. Da gäbe es doch bestimmt genug Leute, wenn er jetzt unzufrieden ist mit den beiden Teilnehmern. Aber die reinzunehmen und denen dann so eine Bewertung hinzuklatschen, obwohl die da auch Arbeit reingesteckt haben, finde ich frech. Finde ich unangebracht, wirklich. Hoffen wir einfach, dass es langsam wieder in eine gute Richtung geht. Elu, viel Spaß beim Schreiben gegen Art. Art, an der Stelle herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ich bin gespannt auf Rassias Runde. Ich bin mega gespannt. Ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, als mich an der Stelle zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich Rassia, geiles Battle, MOA. Wird auf jeden Fall geil, kann ich euch sagen. Und Bewertung hoffentlich dann auch wieder auf JOB 1 Standards. Das würde mich wirklich unendlich glücklich machen. Bitte.